An der Börse zocken sie doch alle wie die Wilden. So zumindest ein gängiges Klischee in der Gesellschaft. Aber Lars Brandau, Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbands, stimmt das überhaupt? Sie haben in Ihrer aktuellen DDV-Umfrage den Anlagehorizont bei Zertifikaten untersucht. Was kam da raus? Ja, das ist immer ganz abhängig davon, wen Sie denn tatsächlich befragen. Wenn Sie einen Juristen befragen würden, der das ganz korrekt beantwortet, der würde sagen, eine mittlere bis Langfristanlage ist dann schon so 3 bis 5 Jahre plus. Das kommt aber, glaube ich, eher in der Definition aus einer Zeit, wo Menschen noch Staatsanleihen gekauft haben. In der Zeit der Termingeschäfte, wo es vom normalen Anleger bis zu, sagen wir mal, Daytradern tatsächlich alles gibt und wir ein sehr heterogenes Bild haben, auch in schwankenden Märkten, sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben in der Tat gefragt auf mehreren Webseiten, auf mehreren Finanzportalen und haben Antwort von etwas über 2000 Personen bekommen, die dann auch ein sehr heterogenes Bild abgegeben haben. Das sah nämlich wie folgt aus. Mehrere Jahre sagen tatsächlich 35,3%, mehrere Monate bis zu einem Jahr sagen 28%. Das bedeutet, rund 63%, das ist eine ziemlich klare Aussage, sind doch eher mittel- bis langfristig unterwegs in diesen Märkten mit der Geldanlage bei Zertifikaten. Wenige Wochen haben 16,6% gesagt, ein paar Tage 10,2% und noch einmal 9,9%, also auch knapp 10% sagen, wir sind im Daytrading unterwegs. Also ein Bild, was sehr, sehr gemischt ist, aber glaube ich auch ungefähr das widerspiegelt, was an den Märkten tatsächlich passiert. Durchaus spannende Zahlen. Also wie lassen sich denn die Ergebnisse jetzt bewerten? Ich glaube, es ist eben nicht ganz so, wie Sie, sagen wir mal, eingangs vermutet haben, nämlich, dass großartig gezockt wird. Sicherlich gibt es das auch, aber ich glaube, dass, wenn wir uns anschauen, dass es in der Niedrigzinsphase eigentlich gar kein Geld mehr gibt. Als ich jung war, da gab es die 100.000 Euro Festanlage noch, weiß ich nicht, 8% Zinsen. Das gibt es alles nicht mehr an Rendite. So, und man muss sich das im Grunde genommen auf anderem Wege besorgen. Sonst ist es mit dem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge einfach schlecht bestellt. Und das bedeutet, man muss ins Risiko gehen als Anleger. Und das bedeutet, man muss zunächst mal sein eigenes Chance-Risikoprofil ein wenig ausloten und dann dementsprechend sich verhalten. Und da gehört alles dazu. Und wir sind eben tatsächlich der Auffassung, dass, wenn ich ein vernünftiges Depot allokiere, sicherlich alles dabei sein muss. Und das fängt wahrscheinlich erst mit Aktien an. Aber wenn man die dann mal absichern will und sich vielleicht etwas anders aufstellen will, gehören sicherlich auch strukturierte Wertpapiere in ein solches Depot. Stichwort ins Risiko gehen. Die Verlustverrechnung bei Termingeschäften wird gerade auch heiß diskutiert. Sie soll beschränkt werden. Was würde das für Anleger wie mich bedeuten? Ja, das ist ein bisschen davon abhängig, wie Sie an diesen Märkten unterwegs sind. Sie haben es gesagt, es geht um die Termingeschäfte und es geht tatsächlich um eine Verlustbegrenzung von 10.000 Euro ab dem nächsten Jahr. Das klingt zunächst erst einmal relativ harmlos, das kann aber ganz schnell passieren und dann ist das überhaupt nichts Gutes für Anleger, gerade die in dem Bereich der strukturierten Wertpapiere, also auch unter anderem eben in Hebelprodukten unterwegs sind. Das wird eine ganz unangenehme Angelegenheit sein. Wir haben uns in dieser Gesetzesveränderung durchaus sehr, sehr lange, sehr vehement dagegen ausgesprochen und gewehrt. Es handelt sich jetzt um so eine Art politischen Formelkompromiss der Regierungsparteien. Und das ist alles sehr unangenehm, weil tatsächlich auf Anleger da nichts Gutes hinzukommt, denn wir reden hier ganz klar über eine steuerliche Ungleichbehandlung. Das kann also eigentlich nicht im Interesse sein und erschwert darüber hinaus den Vermögensaufbau noch ungemein. Was wir in dem Fall jetzt erstmal machen ist, wir schauen uns das konzentriert an, das wird die Lage nochmal analysiert, dann wird mit den Mitgliedern innerhalb dieser Industrie darüber gesprochen, wie man vorgehen kann. Es gibt diverse Meldungen von einzelnen anderen Gruppen, die schon Klagen einreichen wollen. Also man will dagegen vorgehen. Was wir machen, ist unter anderem natürlich auch Anlegern raten, einfach mal auf den eigenen Bundestagsabgeordneten zuzugehen und ihm von dieser Problematik zu erklären und ihm davon zu berichten. Denn auf diesem Wege ist es sicherlich auch ratsam, da nochmal aktiv zu werden und nicht nur die Verbände machen zu lassen. Dankeschön, Lars Brandau, für das Gespräch heute. Sehr gerne. Ja, im neuen Jahr also gleich eine neue, vielleicht auch böse Überraschung für die Derivateanleger mit womöglich weitreichenden Folgen. Werden Sie aktiv, wie Lars gesagt hat, gehen Sie auf die Politik zu und fordern Sie eine Änderung. Bis zum nächsten Mal mit neuen Ergebnissen und neuen Erkenntnissen.